Und wir machen direkt weiter mit Eishockey. Düsseldorf gegen Berlin. Das absolute Topspiel der Liga. Das ist Erster gegen Dritter. Und das ist gleichzeitig auch schon so ein bisschen Hauch von Playoffs. Das hat es nämlich vorgestern, danke Spielplan, schon gegeben, das Spiel. Da hat die DEG gewonnen. In Berlin 7-2 ist dadurch Erster geworden und will natürlich diese Tabellenführung heute sicherlich nicht wieder hergeben. Und für die Seriosität, die nötige im Angang an diese Aufgabe, Jan Möller, wird der Trainer sicherlich gesorgt haben. Denn der hat nun, weiß Gott, genug Erfahrung. Fünfmal war Christoph Kreuzer als Spieler Meister mit der DEG. Jetzt ist er der Coach und will nach 20 Jahren endlich mal wieder eine Meisterfeier in Düsseldorf. Tolle Stimmung im ISS-Dome nach dem 7:2 in Berlin. Hoffen die Fans natürlich auf ein ähnliches Spektakel. Düsseldorf in Schwarz, aber die erste Chance, die gehörte dem DEL-Rekordmeister aus Berlin. Peter Pohl mit der Rückhand und dann fällt die Scheibe von oben auf das Tor. Glück für Keeper Niederberger, keine 5 Minuten waren gespielt. Beide Teams mit viel Respekt und taktischer Disziplin. Berlin über links mit Busch. Dann Tellexen in der Mitte und Tor. 13. Minute, klasse gemacht von Tellexen. Zunächst die Vorarbeit von Busch und dann Tellexen kurz den Schläger reingehalten. 1:0 für Berlin. Düsseldorf keinesfalls geschockt durch den Rückstand, hatte noch einige gute Chancen, so wie hier durch Bowman. Es blieb aber nach 20 Minuten beim knappen 1:0 für das Team von Trainer Uwe Krupp. Das zweite Drittel beginnt für die DEG in Überzahl. Dupont für 2 Minuten draußen, Millet hinterm Tor, sucht die Lücke. Olymp, Ausgleich! 22. Minute, diesmal das Powerplay konsequent genutzt. Ken André Olymp, der Norweger. Das 16. Saisontor für den Torjäger der DEG. 1:1, also alles wieder offen. Danach viele Zweikämpfe und diese Konterchance für Berlin. Schnelles Umschalten über Tellexen auf Mehecek. Klasse Reflex von Niederberger. Keeper Matthias Niederberger, in Düsseldorf geboren und noch bis Saisonende von Berlin ausgeliehen. Einer der Publikumslieblinge der DEG. Die Düsseldorfer jetzt im Powerplay mit Preibisch, Ebner und Millet. 2:1 für Düsseldorf. 15 Sekunden vor der Pausensirene. Die Führung durch den Kanadier. Ganz viel Übersicht von Ebner. Und dann keine Chance für Berlins Keeper Wehanen. 2:1 führt die DEG nach dem zweiten Drittel in einem bislang sehr harmonischen Eishockeyspiel. Die Berliner verlieren anschließend ein wenig die Linie. Diesmal 2 Spieler auf der Strafbank, erneut Überzahl für Düsseldorf. Ebner, Lewandowski und 3:1 für die DEG. Kurz und trocken das dritte Tor in Überzahl. Was für eine Bilanz. Kurz darauf Scheibenverlust von Ebner gegen Mörlock. Sofort setzen die Berliner nach. Rankel, der Kapitän. Und dann ist es wieder Mörlock, der vollendet. 46. Minute, der Anschlusstreffer, nur noch 3:2 aus Sicht der DEG. Die Schlussphase absolut spannend. Rankel mit dem Torschuss, doch der Berliner Jubel zu früh. War der Puck über die Torlinie? Videobeweis durch den Hauptschiedsrichter und der entscheidet kein Tor. Es bleibt beim 3:2 für Düsseldorf. Kurz darauf muss Uwe Krupp stinksauer die Berliner Bank verlassen und die DEG nach diesem Foul 5 Minuten auf Bowman verzichten. Noch 2 Minuten 30 auf der Uhr, die Eisbären in Überzahl. Olver, Möbels und dann wieder Olver, 3 beide. Unfassbar. Kurz vor dem Ende doch noch der Ausgleich. Riesenjubel natürlich bei den Eisbären. Darren Olver bringt sein Team in die Verlängerung. 5 Minuten also obendrauf. Wer zuerst trifft, der gewinnt. Düsseldorf weiter in Unterzahl. Olver. Und der macht den Sack zu. 14 Sekunden in der Verlängerung gespielt. Patzer von Torwart Niederberger. Und Düsseldorf verliert das Spiel, das sie vorher über weite Strecken dominierten. Wir sind da oben dabei. Wir versuchen, das zu festigen immer mehr. Es sind nicht mehr so viele Spiele bis zu den Playoffs. Aber ein paar sind noch. Also es gibt schon noch, laut meiner Rechnung, glaube ich, 36 Punkte, die noch vergeben werden.
Düsseldorf also bleibt obendran, trotz dieser knappen 3:4 Niederlage nach Verlängerung. Ja, Revanche der Eisbären zum Leidwesen der DEG geglückt. Neuer Spielstand, hätte ich beinahe gesagt, neuer Tabellenstand. Erster jetzt Berlin, zweiter Düsseldorf.